Der Audi Star Talk. Sportstars hautnah erleben. Deutschlands einzige Sport-Personality-Show. Der Audi Star Talk. Macht natürlich immer Bock auf mehr. Und heute aus dem Audi-Zentrum Leipzig. Wunderschönen guten Abend. Hallo zu Hause, hallo hier im Saal, guten Abend. In Leipzig haben Sie gute Laune, das merken Sie schon. Kann am Aufstieg liegen. Vielen Dank für den netten Empfang, Dankeschön. In Leipzig sind alle gut drauf, aufgestiegen in die zweite Liga. Viele sagen, hier entsteht was richtig Großes. Darüber wollen wir reden, unter anderem. Und natürlich schauen wir voraus auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich glaube, wir alle drücken unseren Jungs kräftig die Daumen. Ja, und unsere beiden Gäste, die decken diese beiden Themen perfekt ab. Wir begrüßen zum einen den Sportdirektor von RB Leipzig und zum anderen einen unserer größten WM-Helden. Wunderschönen guten Abend hier in Leipzig, Andreas Brehme und Ralf Rangnick. Servus, bitte der rechte Stuhl, Ralf bitte in der Mitte. Hallo. Ihr Applaus. So. Stimmung ist gut, wie man merkt. Ich hoffe, ihr seid vorsichtig gefahren auf dem Weg hierher. Ja? Seid ihr bei dem Auto wahrscheinlich angereist? Keine unvorhergesehenen Ereignisse? Nein, nichts Großes, kleinen Stau gehabt, aber sonst alles easy. Ja, man muss das fragen in diesen Tagen, weil für Trainer ist das ja gerade eine gefährliche Sache mit dem Autofahren. Jogi Löw muss den Lappen abgeben, habe ich gehört. 18 Monate. Da kann ich Ihnen aber helfen. 18 Punkte hat er gesagt. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich bin an der MPU-Schule beteiligt, also wenn er da irgendwas braucht, also ich werde ihn morgen mal anrufen. Aber ein bisschen Verständnis, aber nur ein bisschen Verständnis kann man natürlich haben. Als Trainer ist man wahnsinnig viel unterwegs. Ne? Und wenn man ehrlich ist, wenn Sie mal von so einer Spielerbeobachtung zurückkommen, ab und zu gehen Sie auch mal ein bisschen auf die Tube, oder? Ja, ich bin ja jetzt doch meistens eher mit dem Flugzeug unterwegs. Weil, Privatflugzeug, ja klar. Ja, nicht unbedingt, aber ja, doch dann, wenn es weitere Strecken sind mit dem Auto, da verbringt man zu viel Zeit dann auf der Straße und das ist dann auch vergeudete Zeit. Ja, aber bei Jogi Löw können Sie lernen, Handy am Ohr ist nicht gut, zu schnell fahren ist auch nicht so gut. Wissen Sie, wollte mit einer kleinen Quizfrage einsteigen, wissen Sie eigentlich, welches besondere Datum in dieser Woche ansteht, nämlich der 31. Mai? Wissen Sie, was damit verbunden ist? Keine Ahnung? Nein. Am 31. Mai, das werden die wenigsten hier wahrscheinlich wissen, jährt sich zum genau 111. Mal, dass das erste Finale um die deutsche Meisterschaft gespielt wurde. Und das hat gewonnen im Jahr 1903 am 31. Mai. Leipzig. Der VfB Leipzig, genau. 111. Jahrestag jetzt am Wochenende. 7:2 damals im Finale gegen Prag. War Prag irgendwie sozusagen noch Bestandteil. Spiel konnte damals übrigens, ganz witzige Geschichte, erst 45 Minuten später angepfiffen werden. Wissen Sie warum? Die hatten keinen Ball. Oh. Ist auch irgendwie ganz, ganz lässige Geschichte. Ich glaube, das Problem ist mittlerweile außen vor. Aber wenn man es so genau nimmt, Ralf, eigentlich kann man sagen, Leipzig ist so ein bisschen eine große Geburtsstätte des Fußballs in Deutschland. Das spürt man auch, ne? Wenn man in der Stadt unterwegs ist. Hier hat Fußball ein Zuhause. Der erste deutsche Meister und darüber hinaus auch die Gründungsstadt des DFB. Von daher haben wir, glaube ich, was das angeht, jede Menge Tradition. Ne? Merken Sie es auch so, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, dass die Leute hier alle, wie soll ich sagen, ein bisschen fußballbekloppt sind? Ja, jetzt schon. Also am Abend nach dem feststehenden Aufstieg, nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken, war es wirklich so, dass die ganze Stadt da eigentlich mitgefeiert hat und sich extrem mitgefreut hat. Und auch jetzt in dieser Phase, bis dann endgültig die Lizenz da war, war auch eine ganz, ganz große Solidarität zu spüren und auch danach dann eine große Freude und Erleichterung, als es dann endlich klar war, dass wir die Lizenz bekommen. Andreas Brehme ist ja zweimal deutscher Meister geworden, einmal mit dem FC Bayern und einmal, eines der großen Märchen des deutschen Fußballs, mit dem ersten FC Kaiserslautern. Andi, was glauben Sie denn, wann wird man hier in Leipzig mal wieder eine deutsche Meisterschaft feiern können? Das Potenzial ist da, oder?
Ja, im Moment noch nicht hundertprozentig. Also der Ralf, der wird dran arbeiten mit dem Big Boss. Und ich bin überzeugt, dass die zweite Liga nur kurzfristig hier in Leipzig gespielt wird, weil ich bin der Überzeugung, dass RB Leipzig auf alle Fälle, wenn es nächstes Jahr nicht, dass sie es nächstes Jahr vielleicht nicht schaffen, übernächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Okay, das ist mal eine klare Aussage, kommt hier sicherlich auch richtig an. Sie sind ja, Ralf, bekannt als ein Mann mit sehr klaren Vorstellungen und auch mit klaren Plänen, der das sehr strategisch und klar auch abgeht. Welche Jahreszahl steht hinter der Schale? Gut, also wir waren jetzt schon mal sehr, sehr froh, dass wir dieses Jahr tatsächlich den nächsten Aufstieg feiern konnten. Das war nicht selbstverständlich, dass wir das dieses Jahr geschafft haben, tatsächlich auch schon einen Spieltag vor Schluss. Das Jahr davor wissen wir alle noch, wie eng das war und wie knapp das war in den beiden Playoff-Spielen gegen Lotte. Und wir sind ja, demütig genug und auch intelligent genug, um uns nicht damit zu beschäftigen, wenn jetzt wir erstmal froh sind, dass wir in der zweiten Liga mitspielen dürfen. Jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen eine Mannschaft ja, aufzustellen, ins Rennen zu schicken, die wettbewerbsfähig ist in dieser Liga. Ja, und dann werden wir mal sehen. Ne? Es gibt genügend Vereine, die in der zweiten Liga auch nächstes Jahr aufsteigen wollen. Und ja, angefangen bei den beiden Absteigern aus der Bundesliga, aber auch Vereine, die es dieses Jahr nicht ganz geschafft haben. Deswegen tun wir gut daran, auch weiterhin schön bescheiden zu bleiben. Und das werden wir auch tun. Und ich hätte mich auch wahnsinnig gewundert, wenn Sie mir jetzt eine Zahl genannt hätten. Ja? Aber jetzt wollen wir uns das mal angucken. Ich meine, es ist ja toll, was Sie hier auch mit vielen Leuten geschaffen haben. Wir tauchen da mal ein in einen Beitrag von Annette Sattler und Arnold Stieg. Leipzig in der zweiten Liga, getragen von einer riesigen Euphoriewelle. Ja, war eine tolle Feier. Viele Menschen waren da, über 40.000, die sich gefreut haben, dass der Aufstieg gelungen ist. Ein Bild wurde gerade während des Beitrags hier im Publikum schon sehr beklatscht. Das wollen wir uns mal extra anschauen. Interessant ist in dem Zusammenhang eigentlich zweierlei. Einmal, wie duldungsfähig Ihr Trainer ist in dieser Situation und zum Zweiten, wie schnell Sie sich verkrümeln. Das schauen wir uns nämlich nochmal an. Ich glaube, Sie wollen nur mich, Ralf. Das ist ein ganz neuer Anzug. Weißt du, was der kostet? Kommen mal ein paar Spieler. Und das muss irgendjemand auch wieder sauber machen hier drin. Bitte. Achten Sie mal auf Rangnick jetzt. Aber ganz fix. Warte. Aber ganz fix weg. Ach nee. Oh, Jungs. So. Sie machen ja vieles mit, aber die Nummer haben Sie auch nicht so gern, ne? Mit dem Bier. Nein, ich finde es ehrlich gesagt eine ziemlich dämliche Unart in Deutschland. Ich glaube, das gibt es nur in Deutschland. Ich glaube, in anderen Ländern habe ich das noch nicht gesehen. Wenn, dann sollte man eher mal über andere Flüssigkeiten nachdenken, wenn man so schon feiert. Aber ich denke, Alex hat es in dem Moment eher in Kauf nehmen können, denn der hatte nur einen Trainingsanzug an und musste nachher sowieso noch duschen. Bei mir wäre es ein bisschen ein Problem gewesen. Ich hatte gar nichts anderes dabei und deswegen ja, bin ich ganz froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist. Ja, weil Sie ihn gerade ansprechen, er ist ja heute einfach aus privatem Interesse auch zu uns gekommen. Also herzlich willkommen nochmal, Alex Zorniger hier bei uns, der Aufstiegstrainer, der Doppelte. Alex, wie sehen Sie diese neue Tradition in Deutschland mit diesen Biergläsern? Ich glaube übrigens, Mario Basler hat das ursprünglich mal erfunden. Ja gut, das hat jetzt keine Aussage über eine Qualität, aber ich finde es nicht so. Ich finde es nicht so schlimm. Man muss allerdings auch sagen, das waren zwei. Der eine ist der Captain und der andere hat keinen Vertrag mehr bekommen. Also. Aber zwei gute Kerze. Sollen sich die Jungs schon mal merken fürs nächste Jahr? Andy, bei euch gab es das noch nicht, ne, mit der Biernummer. Was habt ihr gemacht immer so mit euren Trainern? Entmüdungsbecken oder was war da? Wir haben es getrunken halt. Es gibt ja sehr namhafte Leute, wie zum Beispiel auch sein ehemaliger Chef, Franz Beckenbauer nämlich, der sagt, Zitat, perfekte Infrastruktur hier, WM-Stadion, da könnte was Tolles entstehen, sogar der Durchmarsch in die erste Liga. Und dann sagt Franz, das wünsche ich Ihnen, den Leipzigern, den Durchmarsch. Fühlen Sie sich nicht ein bisschen unter Druck gesetzt?
Eigentlich denken doch alle, dass sie durchmarschieren. Nein, das glaube ich nicht, dass es alle denken, aber alleine, dass man uns das zutraut, ist ja eigentlich durchaus schon ein Zeichen von Anerkennung und noch dazu, wenn es Franz ist. Es ist auch eins klar, wir selber, Alex und ich, da unterscheiden wir uns nicht sehr, sind jetzt nicht unbedingt die geduldigsten aller Menschen und wir sind ehrgeizig genug, um natürlich zu versuchen, frühestmöglich auch jetzt nochmal den nächsten Schritt zu machen. Aber nochmal, dadurch, dass wir darüber reden und das großartig ankündigen, erreichen wir es nicht. Wir müssen Tag für Tag viel dafür tun. Ich jetzt in den nächsten Wochen, ab 16. oder 17.06. Alex wieder mit seinem Trainerstab und ja, dann schauen wir mal. Wir müssen einfach immer wieder sehen, dass wir relativ gesehen im Verhältnis zu den Mitbewerbern einfach versuchen, einen Ticken besser zu sein. Sie werden ja zumindest jemand sein, der da die Erfahrung schon mal hat. Sie haben das ja mit Hoffenheim genauso zelebriert. Dritte, zweite Durchmarsch in die erste Liga. Andreas hat das aber im übertragenen Sinne ja auch schon mal hingelegt. Wir haben es gerade vorhin schon mal kurz erwähnt, nämlich erst mit Lautern aufgestiegen und in der nächsten Saison in der höheren Liga auch sofort Erster geworden. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, oder? Damals mit Lautern das als stimmt. Aufsteiger deutscher Meister, das wird wahrscheinlich nie mehr passieren. Na, die haben uns auch erst zu spät wahrgenommen, muss man wirklich sagen, weil da waren mit Sicherheit der eine oder andere Verein oder Mannschaft, die war besser besetzt wie wir. Nur wir sind auf eine Euphoriewelle gekommen nach dem ersten Auswärtssieg. Gleich im ersten Spiel bei Bayern München haben wir 1-0 gewonnen. Und da ist in Kaiserslautern eine Euphorie ausgebrochen. Und so zog sich das immer weiter. Und die haben ich habe es ja immer mitbekommen, wenn die alle gesagt haben, ja, die brechen schon irgendwann ein, die brechen ein. Wenn wir verloren haben, haben die Bayern auch verloren. Ne? Und dann auf einmal waren wir deutscher Meister, eine Woche vor Ende der Saison. Und Riesenkompliment, was da der ganze Verein, was die Fans mitgemacht haben, wie wir abgestiegen sind und dass sie uns wirklich begleitet haben zu den ganzen Auswärtsspielen, weil wir haben mit Sicherheit keinen schönen oder guten Fußball gespielt. Der war wirklich erfolgreich einfach nur. Und die Spieler, die hatten halt noch unheimlich viel Respekt vor uns. Gerade in der Anfangsphase, wir haben die ersten 7 Spiele gleich gewonnen und das war schon fast der Aufstieg. Was würden Sie denn sagen? Nochmal Applaus in Richtung Kaiserslautern an dieser Stelle. Was würden Sie denn sagen? Worauf wird es ankommen für die Leipziger, um das eben auch zu schaffen sozusagen, jetzt nach dem Aufstieg auch wieder direkt vielleicht als Erster oder Zweiter abzuschließen? Also ich glaube, dass viele Leute das den Leipzigern wünschen, aber der Ralf, der ist Profi genug, um das einschätzen zu können. Das ist auch ganz normal. Und er wird schon eine schlagfertige Truppe zusammenbauen. Und bis auch alles funktioniert, vielleicht braucht das noch seine Zeit, aber ich würde es ihnen auch wünschen, dass sie vielleicht gleich wieder aufsteigen. Aber man sollte jetzt die Leipziger auch gar nicht direkt so unter Druck setzen, dass man schon sagt, boah, der Beckenbauer, der Bräme, die haben gesagt, die steigen auf. Das wäre nicht fair gegenüber Ralf und auch nicht gegenüber fair für den Trainer, auch nicht für die Mannschaft. Deswegen, man muss das, wie der Ralf das gesagt hat, und wenn man dann meinetwegen im zweiten Jahr aufsteigt, dann hat man auch viel erreicht. Okay. Es gibt ja ganz unterschiedliche Aussagen, nach wie Watzka mal gehört. Karl-Heinz Rummenigge ist mal gefragt worden, ob er denkt, dass Leipzig so mittelfristig ein schwerer Konkurrent, eine Gefahr auch für den FC Bayern wird. Daraufhin hat er in der Sportbild gesagt, RB Leipzig wird nicht für Bayern ein Problem, sondern für die DFL. War das jüngste Hickhack jetzt um die Lizenz vielleicht da auch schon ein Vorgeschmack drauf? Ja, ich habe keine Ahnung, was er da damit gemeint hat. Für mich war vollkommen klar, dass wir die Lizenz kriegen werden. Und deswegen war ich da auch keine Sekunde irgendwann mal beunruhigt oder mir unsicher. Die Mateschitz aber hier in Leipzig schon ein heftiges Interview gegeben, hat damit gedroht, sein Engagement einzustellen. War da was dran oder war das so eine Pokernummer? Ja, das war zu dem Zeitpunkt, als zunächst mal die DFL unsere Antwort zunächst mal abgelehnt hat. Ja, und deswegen war es für mich zu dem Zeitpunkt jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Aber für mich war wichtig natürlich jetzt auch in Richtung Planung, dass wir zeitnah jetzt die Lizenz bekommen haben und jetzt einfach auch wissen, sowohl für unsere Spieler, die schon da sind, aber auch für eventuelle neue Spieler, dass wir tatsächlich auch in der zweiten und vielleicht auch irgendwann mal in der ersten Liga spielen können. Ein Thema war ja zum Beispiel diese Logo-Geschichte, das ist ja jetzt so ein bisschen aus der Welt. Wir haben uns da die Logos mal rausgesucht, wir gucken uns mal das neue und das alte Logo an. Also das hier ist das alte Logo und dann gucken wir uns mal das neue an. Andi. Großer Unterschied? Also ich muss sagen, mich hat das erste nicht gestört und das zweite auch nicht. Deswegen. Ja.
Ich würde gerne eine Personalie noch mit Ihnen besprechen, die eigentlich jetzt nichts direkt mit Ihrem Verein zu tun hat, aber irgendwie dann doch. Nämlich es geht um Thomas Tuchel, der in Mainz gesagt hat, er möchte seinen Vertrag nicht weiter erfüllen. Und daraufhin hat Lothar Matthäus, guter Freund von Andi Brehme, da ein paar öffentliche Gedankenspiele angestellt. Die haben das ja auch mitbekommen, hat nämlich behauptet, Sie, Tuchel und Mateschitz hätten sich vor einem guten Jahr getroffen, hätten ein tolles Gespräch miteinander gehabt, hätten schon gemeinsame Zukunftspläne entwickelt. Und Lothar hat ja dann unter anderem auch die These aufgestellt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Tuchel sozusagen im RB-Reich auftaucht. Wie nah Ante Portas ist Tuchel? Also erstens mal kann ich das nicht bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Und zum Zweiten das Treffen gab es nicht, meinen Sie, von dem... Genau, dass Thomas Tuchel jetzt beschlossen hat, für sich selbst mal ein Jahr eine Auszeit zu nehmen, kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, weil mir ging es vor 3 Jahren auch nicht anders, wenn er für sich das Gefühl hat, dass er jetzt nach 5 sehr intensiven Jahren in Mainz sich eine Pause gönnen muss, dann kann ich das absolut verstehen. Und mit uns hat es absolut rein gar nichts zu tun. Wir haben einen der besten Trainer überhaupt. Alex selber hat es... Alex selber hat es aus meiner Sicht auch völlig richtig auf den Punkt gebracht. Es gibt auf der ganzen Welt für diese Mannschaft keinen besseren Trainer als Alex und das kann ich nur unterstreichen, das sehe ich genauso. Da lächelt er. Und deswegen sage ich nochmal, mit uns hat es ganz sicher nichts zu tun. Es wurde ja auch... Also Sie können das ausschließen, dass der Tuchel jetzt in der kommenden Saison nach Leipzig kommt. Das können Sie ausschließen. Dass er mal nach Leipzig kommt, kann ich nicht ausschließen. Vielleicht möchte er mal irgendwann die schönste Stadt Deutschlands besuchen mit seiner Frau. Aber Andi, du bist ja auch Trainer. Hast du ein bisschen Verständnis gehabt jetzt auch für Thomas Tuchel, dass er gesagt hat, ich kann mich nicht mehr motivieren. Ich habe mit Mainz alles erreicht, was ich erreichen kann. Ich will den Vertrag nicht weiter erfüllen. Er hat Hervorragendes geleistet für Mainz 05 als sehr, sehr junger Trainer. Ist er immer noch. Und er wird sich seine Gedanken gemacht haben, wie der Ralf das auch gesagt hat. Und wenn er sich jetzt eine Auszeit nimmt, dann ist das wahrscheinlich auch berechtigt. Sonst hätte er mit Sicherheit auch weitergemacht. Hm. Ralf, kompletter Themenwechsel. Frage, was glauben Sie, ist der ultimative Traum eines jeden fußballspielenden Jungen auf der ganzen Welt? Haben Sie da eine Idee? Vielleicht überlegen Sie einen kurzen Moment, wir machen ganz kurz eine Pause, dann klären wir das auf im Audi Star Talk. Gleich. Außerdem Aufstellungstipps von Brehme und Rangnick für Yogi. Dann machen wir davon jetzt ein Standbild und schicken es Jogi Löw. Das und mehr gleich im Audi Star Talk.